Von unserem Standquartier am Wackersee machen wir einen Ausflug zum Wölaner Nock auf die Geigerhütte und weiter zur Walderhütte. Von der Geigerhütte auf 1666 Meter sind wir weitergefahren jetzt zum Walderhaus auf 1960 Meter. Leider ist dieses Haus geschlossen. Vielleicht hat dieser Klammersatz beigetragen, dass die Hütte geschlossen wurde. Hier beginnt jetzt die Vollblüte für Enzian, Almrausch und Co.
Hier bilden die Wolken einen ruhenden Löwen. Vom gegenüberliegenden Hang sieht man, wie steil die Straße hinunter zur Geigerhütte ist. Hier sehen wir das Gipfelkreuz auf dem Völaner Nock. Nach einem Wettersturz, bei dem es in höheren Lagen wieder einmal geschneit hatte, fuhren wir noch einmal auf die Turach in das Edelsteinmuseum und ich machte jene Aufnahmen, die mir noch fehlten, für den ersten Teil von der Turach. Leider ist dieses Rutschpferd für Zwerge nicht geeignet. Ja, das kannst du leicht haben. Na dann fang an. Hier sieht man deutlich, dass es wieder einmal geschneit hat. Ein gemütlicher Plausch auf der Terrasse ist das Richtige für den letzten Abend. Thank you.